Guten Tag und zurück im Hegelhaus zur zweiten Lesung. Heute lese ich einen kurzen Text aus den Vorlesungen über Geschichte und Philosophie. Viel Vergnügen damit. In die Existenz treten ist Veränderung und in demselben eins und dasselbe bleiben. Das an sich regiert den Verlauf. Die Pflanze verliert sich nicht in bloße ungemessene Veränderung, so im Keim der Pflanze. Es ist dem Keime nichts anzusehen. Er hat den Trieb, sich zu entwickeln. Er kann es nicht aushalten, nur an sich zu sein. Der Trieb ist der Widerspruch, dass er nur an sich ist und es doch nicht sein soll. Der Trieb setzt die Existenz heraus. Es kommt Vielfaches hervor. Das ist aber alles im Keime schon enthalten, freilich nicht entwickelt, sondern eingehüllt und ideell. Die Vollendung dieses Heraussetzens tritt ein, es setzt sich ein Ziel. Das höchste außer sich kommen, das vorherbestimmte Ende, ist die Frucht. Das heißt, die Hervorbringung des Keims, die Rückkehr zum ersten Zustande. Der Keim will sich selbst hervorbringen, zu sich selbst zurückkehren. Was darin ist, wird auseinandergesetzt und nimmt sich dann wieder in die Einheit zurück, wovon es ausgegangen. Bei den natürlichen Dingen ist es freilich der Fall, dass das Subjekt, was angefangen hat, und das Existierende, welches den Schluss macht, Frucht, Samen, zweierlei Individuen sind. Die Verdoppelung hat das scheinbare Resultat, in zwei Individuen zu zerfallen. Dem Inhalte nach sind sie dasselbe. Ebenso im animalischen Leben. Eltern und Kinder sind verschiedene Individuen, obgleich von derselben Natur. Im Geiste ist das anders. Er ist Bewusstsein, frei, darum, dass in ihm Anfang und Ende zusammenfällt. Der Keim in der Natur, nachdem er sich zu einem anderen gemacht, nimmt sich wieder in die Einheit zusammen. Ebenso im Geiste. Was an sich ist, wird für den Geist und so wird er für sich selbst. Die Frucht, der Same, wird nicht für den ersten Keim, sondern nur für uns. Beim Geiste ist beides nicht nur an sich dieselbe Natur, sondern es ist ein Füreinander und eben damit ein Für-sich-Sein. Das, für welches das andere ist, ist dasselbe als das andere. Nur dadurch ist der Geist bei sich selbst in seinem anderen. Die Entwicklung des Geistes ist herausgehen, sich auseinanderlegen und zugleich zu sich kommen. Vielen Dank.